Oui, bonjour tout le monde. Là, Antonio Lopez. Ça fait longtemps que j'essaie de l'avoir devant la caméra. Il a toujours su s'échapper d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, il est là, parmi nous, Antonio Lopez. Et moi, j'aurais quelques questions à te poser, Antonio. La première question, c'est une question qui m'engage personnellement. Je veux savoir moi-même. Tu te rappelles peut-être en 92-93, nous, on était le régiment. Je ne sais pas si tu étais en Bosnie. Tu étais en Bosnie avec la 4e Compagnie? Ouais. Lieber Antonio, die erste Frage interessiert mich persönlich. Vielleicht erinnerst du dich, 92-93 war unser Regiment im Bosnienkrieg im Einsatz in Sarajevo. Du warst doch auch dabei. Lopez erwiderte ja. Als wir zurückkamen in die 1. Kompanie, war ich Ausbilder für einen Scharfschützenlehrgang. Der Lehrgang war noch nicht vorbei, als mich der Hauptmann in seinem Büro rief. Und er sagte, Thomas, ab Montag wirst du als stellvertretender Zugführer für einen Lehrgang der Obergefreiten einen Einsatz haben. Der Lehrgang dauert 3 Wochen. Ich erwiderte, aber Hauptmann, ich bin noch voll drin im Scharfschützenlehrgang, ich kann mich nicht vorbereiten. Aber der Hauptmann sagte, keine Angst, Thomas, es gibt hier einen Adjutant der 4. Kompanie, der hat alles vorbereitet. Und ich fragte, wer ist denn dieser Adjutant? Der Hauptmann sagte, ja, das ist Adjutant Lopez, tatsächlich 4. Kompanie. Und ich sagte, hey, scheiße, das kann doch nicht sein. Kurva, würden wir sagen bei der Region. Lopez ist eine Figur im Toten Rap. En France, et une compagnie qui était au régiment. Donc parfois, on passait à côté, on ne se voyait jamais. Und ich kannte den Lopez natürlich, aber ich hatte ihn nicht so auf dem Schirm, denn wenn du im Rep bist, bei den Fallschirmjägern der Fremdenlegion, also in unserem Regiment, dann trifft man die Freunde nicht, die man so hat im Regiment, weil immer eine Kompanie in Afrika ist, immer eine Kompanie auf dem Balkan im Einsatz, eine Kompanie anderswo in Übersee, in Frankreich, hier beim Schießen, dort in Casta, Campanella, Punta Bianca und so weiter, in Spademirandres. Was ich aber wusste, ist, dass ein Lopez 150 Liegestütze am Stück macht, ohne auszusetzen. Lopez korrigierte mich sofort, er sagte 300. Er schafft tatsächlich 300 Liegestütze. Und meine Frage ist, Antonio, schaffst du diese 300 Liegestütze am Stück, ohne abzusetzen, heute immer noch? Ich pompe beaucoup. Aber meine Frage an dich, du machst immer die 300 Pompe? Nein, heute schaffe ich die 300 nicht mehr ganz, aber ich trainiere jeden Tag und ich komme da fast dran. Ich möchte Vorbild für die heutige Jugend sein. Das ist mir sehr, sehr wichtig. In Europa, in Deutschland und in Frankreich, jedes Mal, wenn man den Namen Antonio Lopez hört, dann verbindet man den mit 3 Begriffen. Überleben, Urwald, Französisch Guyana oder auch noch die Dschungelkampfschule der Fremdenlegion, das CEFE, das Centre d'Entraînement for Équatorial. Wie oft warst du in Französisch Guyana und wie lange warst du der Top-Ausbilder der Fremdenlegion dort an der Dschungelkampfschule? Ja, insgesamt war ich 9 Jahre lang Ausbilder an der Dschungelkampfschule in Französisch Guyana bei der Fremdenlegion und ich hatte verschiedene Auslandsaufenthalte in Französisch Guyana, jedes Mal für 2 oder 3 Jahre. Aber auch nach meiner aktiven Zeit bei der Fremdenlegion arbeitete ich noch 12 Jahre lang mit den Legionären in Guyana zusammen. Und zwar im Parc Amazonien als Chef der Delegation. Mein letzter Dienstgrad war Hauptmann. Lieber Antonio, woher kommen deine Kenntnisse bezüglich der Selva, wie man den Dschungel in Brasilien nennt? Was muss man machen, um diese Kenntnisse zu erlangen? Ja, lieber Thomas, man muss reingehen in den Wald. Täglich, auf täglicher Basis musst du lernen vom Urwald. Wenn du nicht lernst, wirst du im Wald nicht überleben können. Der Wald bringt dir seine Geheimnisse bei, aber dafür muss man reingehen. Jeden Tag, mit offenen Augen. Ja.
Ça veut dire qu'il faut y aller et chaque fois il faut apprendre des choses. Il faut regarder, il faut, faut observer, il faut... Es ist ein ständiger Lernprozess. Ja gut, Antonio, das verstehe ich. Jedes Mal, wenn man Antonio Lopez sagt, dann kommt im Hintergrund auch ein zweiter Name auf, taucht im Hintergrund ein zweiter Name auf. Das ist Narcís, Narcís de Freitas. Aber Narcís war kein Militär, Narcís war doch ein Zivilist. Il y a toujours un deuxième nom qui apparaît, c'est Narcís. Narcís. Ja, Narcís ist ein Zivilist, aber er war lange, lange, lange Zeit bei der Fremdenlegion und für uns ist Narcís ein Legionär. Er hat schnell gelernt und er hat die Reflexe eines Fremdenlegionärs. Für uns Legionäre ist der Urwald wie eine Sprache. Wir lernen sie und wenden sie dann an. Aber für Narcís ist der Urwald keine Sprache. Für Narcís ist der Urwald sein Leben. Er ist dort geboren. Er ist dort aufgewachsen. Während für uns Legionäre der Urwald das Überleben darstellt, wir überleben im Urwald, ist der Urwald für Narcís das Leben. Er lebt im Urwald. Der Urwald ist sein Leben. Und das ist der Unterschied. Im Vergleich mit einem Narcís de Freitas bin ich ein Lehrling und er ist mein Meister. Ich sag's nochmal, Narcís ist im Urwald geboren, er ist dort aufgewachsen. Urwald bedeutet für ihn Leben. Okay. Der Urwald wurde Narcís mit den Genen quasi in die Geburtswiege gelegt. Und das ist der Unterschied. Ja, Antonio, wie du weißt, mache ich sehr viele Filme, auch Filme über Survival, sowie das Überleben, wie man auf Deutsch sagt. Und ich mache das auch auf YouTube. Könntest du dich nur mit einem Messer bewaffnet, so wie du vor mir sitzt, 3 Monate lang durch den Urwald kämpfen? Könntest du leben? Könntest du überleben? Ja, natürlich ist das möglich, Thomas. Der Urwald ist ein Milieu, ein Umfeld wie alle anderen Umfelder auch. Man braucht nur eine gewisse Gewohnheit, man braucht gewisse Kenntnisse und gewisse Techniken. Und ich denke, dass ich diese 3 Monate auf jeden Fall gut überleben werde. Und ich denke sogar, dass ich ja im Urwald nicht nur überleben, sondern mit den Kenntnissen, die ich habe, auch leben könnte. Du hast doch sicherlich von diesen Kindern gehört, ich glaube es waren 4, die im Urwald von Brasilien abgestürzt sind und sich dann 45 Tage lang mit Erfolg durch den Urwald geschlagen haben und dort überlebten. Colombien dedans, il y avait même un bébé avec. Et ils sont restés, je crois, 45 jours en forêt. Et ils ont survécu. Ja, natürlich, Thomas, habe ich von der Geschichte gehört. Es waren aber keine Brasilianer, sondern kolumbianische Kinder. Diese Menschen sind im Urwald geboren, die sind im Urwald aufgewachsen, das ist in ihren Genen drin. Das ist eine ganz normale Sache. Die Eskimos können mit großer Kälte leben, wir würden dort sterben. Ich habe auch sehr viel mit Ame-Indien zusammengearbeitet, hier in Französisch-Guyana. Und wenn ich mit denen in den Wald gehe, die sehen Dinge, die sehe ich gar nicht. Die sehen zum Beispiel 12 verschiedene Farben von Grüntönen. Ich sehe nur 5 oder 6. Das ist ganz großartig, was diese Menschen können. Das ist ihr natürliches Umfeld. So wie du und ich im Stadtpark spazieren gehen und das ganz normal finden, sehr angenehm sogar finden im Stadtpark, so gehen diese Menschen rein in den Dschungel und sie leben dort. Der Dschungel ist ihr Stadtpark. Der Dschungel ist ihr Wohnzimmer.
Lieber Antonio, lass uns von Survival reden, von Überleben im Urwald. Es gibt ja diese drei großen Eckpfeiler. Der erste Pfeiler, das wären die Kenntnisse und die Techniken. Der zweite Pfeiler, das wäre Glück, la Chance. Und der dritte Pfeiler zum Überleben, das wäre dann das Mentale, das wäre dieser Wille. Wie viel von jedem dieser Pfeiler brauchst du, um wirklich im Urwald zu überleben, wenn du da raus musst? Ja, ich würde sagen, alle Pfeiler sind wichtig. Du brauchst Kenntnisse und Technik, du brauchst Glück, du brauchst aber auch Wille, du brauchst das Mentale. Und von letzterem, von Willen und vom Mentalen, brauchst du auf jeden Fall 100%, wenn nicht mehr. Wichtig aber ist, dass du reingehst in den Urwald und dir schon sagst in deinem Kopf, ich gehe da nicht als Opfer rein, sondern als Prädateur, als Sieger. Wenn du als Opfer reingehst in den Urwald, Sachen überleben, dann überlebst du, aber du leidest. Wenn du aber reingehst als Sieger, als Prädateur, dann wirst du der Gewinner sein. Du wirst nicht leiden, sondern über alles und jeden stehen. Und das macht den Unterschied. Ja, Antonio, das habe ich verstanden. Du bist zum Beispiel mit dem Flugzeug unterwegs über den brasilianischen Dschungel, du stürzt ab, unten findest du dich nur mit dem Messer wieder. Du hast aber eine Siegermentalität in dir, dann wirst du gewinnen, dann wirst du nicht nur überleben, sondern auch gewinnen. Ja, Thomas, genau so ist es. Und vor allem, wenn ich jetzt fliege von A nach B, dann bereite ich mich vor. Ich gucke mir vorher die Karte an. Ich weiß, über welches Gebiet ich fliege. Ich weiß, in welche Richtung ich fliege. Ich weiß, wo Norden, Süden, Osten und Westen sind. Wenn das Schicksal zuschlägt, dann schlägt es zu. Dann brauchst du dich nicht hinhocken und rumheulen. Nein, nein, Prädateure heulen nicht. Wenn du eine Siegermentalität hast, dann hör auf zu heulen, raff dich auf und mach dein Ding. Aber nochmal, Thomas, um auf deine allererste Frage zu antworten. Natürlich ist der Wille entscheidend. Ich will, ich kann, ich werde gewinnen. Und das ist es. Siegermentalität. Ich will alles mental, alles im Kopf. Ja, Antonio, gleich mal eine nächste Frage an dich. 1985, als ich zum ersten Mal in Französisch-Guyana war, sind wir rein in Urwald. Wir hatten da eine Mission Fluvial. Wir sind in Oyapock runter Richtung Kamopi, dann weiter Richtung Südwesten nach Troisso, also mitten in Jungle, mitten rein in Urwald. Dort haben wir das Biwak aufgebaut. Eine Gruppe hier, eine Gruppe dort, eine Gruppe ein bisschen weiter woanders. Und ich habe gesagt, nein, meine erste Nacht oder eine meiner ersten Nächte im Urwald möchte ich ein bisschen allein sein. Ich habe mich also abgesondert, bin 100 Meter weiter weg. 100 Meter im Urwald ist schon enorm, weil du dich nach 100 Metern schon eigentlich verlieren kannst. Im Jungle hier, deep in the forest, und dort habe ich mein Biwak aufgebaut. Ja, mein Barsch, mein Hammock, mein Feuer gemacht, essen, Kaffee trinken und dann Dodo, schlafen gehen. Und mitte Nacht bin ich aufgewacht. Ich habe da Geräusche gehört, die ich noch nie in meinem Leben irgendwo anders gehört habe. Da waren Brüllaffen da, Sanjurur, da war vielleicht die Jaguar da, da habe ich aber auch Schritte gehört. Ja? Also Schritte und Geräusche, die ich noch nie in meinem Leben irgendwo gehört habe, die ich auch nicht zuordnen konnte. Ich hatte Angst. Ich habe mein Biwak wieder abgebaut, bin zurück zur Gruppe. Die haben mich natürlich ausgelacht, aber ich habe eingestanden vor diesen Männern, dass ich Angst hatte. Ist dir das auch schon mal passiert, Antonio? Hattest du schon mal Angst im Urwald, nachts alleine? Nein, Angst hatte ich nicht.
Aber ich bin da wie du, ich sondere mich immer ab, ich habe mich immer abgesondert. Und die Einheimischen, die Amerindien, sagen, dass sich bei diesen Geräuschen teilweise um Esprit du Forêt handelt, um Waldgeister. Das sind die Waldgeister und die wollen dir Gutes. Da brauchst du auch eine gute Portion Imagination. Und wenn du Imagination hast, dann hörst du Stimmen, die andere nicht hören. Aber diese Waldgeister sind dir nicht böse gesinnt. Die sind gut für dich. Die sind immer da. Die sind deine Freunde. Und du wirst auch merken mit der Zeit, kennst du die Geräusche des Urwalds? Du weißt, was ein Jaguar ist. Du weißt, was ein Creek ist, ein kleiner Bach, der unweit von dir fließt. Du weißt, wie ein Brüllaffe sich anhört oder ein Ara oder ein Lézard oder ein Tapir. Wenn sie dir familiär sind, dann hast du keine Angst mehr davon. Und du kannst unterscheiden zwischen Imagination und Realität. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, nein, ich hatte nie Angst, im Wald allein zu sein. Weil ich diese Imagination in mir drin habe und weil ich um das Geheimnis der Waldgeister weiß. Der Urwald ist nur gefährlich, wenn man unvorbereitet reingeht, wenn man die Techniken und Kenntnisse nicht mitbringt. Auf den Urwald, auf den Dschungel musst du dich vorbereiten. Es gibt dort Gefahren. Aber wenn du die Gefahren kennst, wenn du den Urwald kennst, dann sind das keine Gefahren mehr. Jaguar, normalerweise greift er den Menschen nicht an. Aber wenn Jaguar 4-5 Tage nichts gefressen hat, dann greift er auch einen Mensch an. Dann greift er trotzdem an. Das muss man wissen. Ich war 30 Jahre lang im Wald. Mir ist nie etwas passiert. Doch, einmal. Ich wurde von einer Giftschlange gebissen.
aber es war meine Schuld. Ich habe die Situation falsch eingeschätzt und dann falsch gehandelt. Aber ansonsten hatte ich nie ein Problem im Urwald. Never. Um jetzt noch einmal ganz konkret auf deine Frage von vorhin einzugehen, lieber Thomas. Um im Urwald zu überleben, da brauchst du 80-85% Willen und Kenntnisse, also Fähigkeiten, die kann man lernen, und 10% oder 15% Glück. Und so macht man die Palme auseinander, um sie dann zu flechten. Da kann man richtige Palmdächer damit machen. Ja? Unterkünfte, Unterschlüpfe, natürliche Tarps. Du dir zwei Hölzer, 60 cm lang, spitzt die unten an und dann kommen die rein in den Boden. Ja? Normalerweise soll man immer zu zweit gehen, aber das lehne ich meist ab, ich gehe alleine. Das ist auch eine Sache von Mannwerdung, Selbstfindung, aber das bleibt euch überlassen. Ich treffe mich in einigen Tagen mit einem Buschmeister, nicht mit der Schlange, aber ja, mit einem Buschmeister, wo geht's lang hier, mit einem Buschmeister. Ich spreche nicht von Lopez, Lopez ist auch einer, aber jeder hat seinen Meister, auch Lopez, und genau mit dem treffe ich mich. Und der wird uns, euch und mir, noch weitere Tipps geben fürs Überleben im Urwald. Auf diese Begegnung freue ich mich, weil ich weiß, ich habe den besten Lehrer der Welt. Und ich habe gesagt, ich habe ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wie es geht, wie es geht, wie es geht, wie es geht, wie es geht. Ich weiß nichts. Mais aujourd'hui, j'ai plus peur des serpents, des araignées et tout ça. Non, pas du tout. Ja, lieber Antonio, für mich das Gefährlichste im Urwald, das ist und bleibt der Mensch. Jedes Mal, wenn ich mein Biwak aufschlage im Urwald, auch damals bei der Fremden Legion, wenn ich allein unterwegs war, oder eben jetzt, wie ich zum letzten Mal draußen war, auf dem Pfad Molokoi, jedes Mal, wenn ich mein Biwak aufschlage, dann mache ich das nicht am Wegrand oder direkt am Pfad, den ich zu nehmen gedenke, sondern ich gehe rein in den Urwald, damit mich keiner sieht. Denn der Mensch ist böse. Die Tiere kannst du einschätzen. Ich kann mittlerweile mit Schlangen umgehen, mit Spinnen, mit Baumsteigefröschen, mit Kaiman. Das macht mir keine Angst mehr. Ich kann das handeln, auch dank dir. Aber den Menschen kannst du nicht einschätzen. Er ist nicht kalkulierbar. Das ist Brajo, Baumhart. Du kennst den Film Rambo? Rambo, tu l'as vu le film? Antonio, du kennst den Film Rambo mit Sylvester Stallone. Was hältst du davon? Was er macht, ist das möglich? Ja, lieber Thomas, Rambo kenne ich. Ich habe ihn gesehen. Der Film ist für mich vom militärischen Standpunkt aus absoluter Quatsch. Ja, was der gemacht hat, das kannst du nicht machen. Du bist alleine auch total ineffizient. Das wäre die militärische Seite. Und dann von der menschlichen Seite möchte ich sagen, dass dieser Rambo im Film, also Stallone, ein großer Mensch war, fast 2 Meter groß, unwahrscheinlich wuchtigen Körperbau, ja, viel Eiweißmasse dahinter. Und wenn du im Urwald bist, dann ist es besser, einen Körperbau zu haben wie wir beide. Hager, mager. Hagerer Wolf rennt länger, schneller weiter. Das ist so. Du kommst im Urwald besser zurecht, je geringer dein Körpergewicht ist. Wenn du eine große Körpermasse mit dir rumschleifen musst, aus dem Ausende Gelände, das schaffst du nicht. Und meistens ist es auch so, dass diese Rambos oder Arnold Schwarzeneggers zu sehr in ihren eigenen Körper verliebt sind. Die wollen dir nicht wehtun. Da steckt eine Angst dahinter. Und deswegen sage ich, dass dieser Sylvester Stallone alias Rambo in der Realität viel weniger Chancen gehabt hätte, durchzukommen, als wir zum Beispiel. Tu sais pourquoi je pose la question? Parce que j'ai déjà entendu dire, voilà, Lopez c'est comme un Rambo. Non, en tout cas, c'est Rambo sera comme Lopez. Antonio, dernière question. T'as fait combien de temps à la Légion étrangère? Trop. Antonio, wie lange warst du in der Fremdenlegion? Zu lange, lieber Thomas. Nein, okay, ich sag's dir. Ich war 27 Jahre lang in der Fremdenlegion. Aber das waren 27 Jahre lang intensiv, wirklich, wirklich intensiv. Die meiste Zeit davon auch im Urwald.
Ja, es gibt zum Beispiel Männer anderer Armeen, die sagen, die waren 40 Jahre lang bei einer Spezialeinheit. Aber von den 40 Jahren, da waren sie 38 Jahre davon in irgendeinem Atelier, in der Küche, in einer Werkstatt oder irgendwo, keine Ahnung, wo es eben nicht wehtut, wo diese hohe Intensität nicht da ist. Ja, wie gesagt, ich war 27 Jahre lang drin und immer Action, immer Action, immer Action. Sehr viel im Urwald. Hi. Alle, es geht los. Après la Légion, tu cherches automatiquement un travail qui est un peu près de ce que tu viens de faire en Guyane ou c'était tombé par hasard? Als du damals die Legion verlassen hast, hast du dir automatisch einen Job gesucht, der der Arbeit der Legion etwas nahe kommt. Wir wissen, was du magst. Du arbeitest immer noch im Wald für staatliche Behörden. Du bist immer noch in deiner selber. Wie lief das ab? Ja, lieber Thomas, den Job habe ich nicht wirklich gesucht. Also ich habe mich da nicht groß anstrengen müssen. Er ist mir zugeflattert. Ja, sie haben mich noch während meiner Dienstzeit kontaktiert, weil sie von mir gehört haben. Da eilte mir mein Ruf voraus und voilà. Ich hatte den Job, ganz einfach. Wie war? On y va là-bas. Fremdlegion. Je peux filmer? Dobro. Voilà, je fais une balade avec ces légionnaires. On s'est vu. On s'est vu à la kermesse. Ça va? Alors, ce feu, c'est les abrégés pour Centre d'entraînement forêt équatoriale. Ils ont les différents modules. Et je pense que tout ça commence avec, avec le stage d'agrissement. Lieber Antonio, ce feu steht für Centre d'entraînement forêt équatoriale, also die Dschungelkampfschule der Fremdenlegion. Und die Basis, um überhaupt ein guter Legionär zu werden, ein guter Soldat zu werden, in diesem Regiment und anderswo, das ist eben dieser Lehrgang Agrissement oder Abhärtungslehrgang. Ja, das ist die Basis. Kannst du mir darüber was sagen? Ja klar, lieber Thomas, dieser Lehrgang Agrissement, wir nennen den Stage Agrissement, also Abhärtungslehrgang, das ist da in der Tat die Basis. Und da muss jeder Soldat durch. Guyana ist das ideale Gelände, um eben abzuhärten, die Männer hart zu machen fürs Leben, für den Einsatz. Was wir machen, das ist die Leute vorbereiten. Ja? Mit Blick nach vorne. Was kann passieren, wenn? Was ist der schlimmst anzunehmendste Fall? Ich sehe immer amerikanische Einheiten oder andere Einheiten weltweit, die eben Psychologen mitnehmen in den Urwald, ja, falls den Soldaten was passiert. Aber da sage ich, das ist Bullshit, das ist dann zu spät. Das ist zu spät, da haben die was verpasst. Die Vorbereitung, auch psychologisch und körperlich, die machst du vorher. Und deswegen machen wir das Stage Agrissement. Wir bereiten den Soldaten vor für alle Fälle. Und wenn er dann mal Blut sieht, wenn er schlimme Krankheiten durchlebt, selbst durchlebt im eigenen Körper, wenn ihm mal ein Bein fehlt, ein Finger oder was weiß ich, dann haben wir den psychologisch darauf schon vorbereitet. Da brauchst du keinen Psychologen mehr mitnehmen. Das ist Quatsch. Ja? Den Soldaten reinführen an die Realität, ihn durch alle Stufen führen von was ist wenn, was könnte passieren wenn, wie sieht das grausamste Spektakel aus oder Szenario aus, das er sich vorstellen kann. Und da führen wir ihn hin. Da muss er durch. Dann braucht er keinen Psychologen mehr. Die Soldaten, die durch diesen Lehrgang gehen, durch diesen Stage Agrissement, die entwickeln später kein posttraumatisches Belastungssyndrom. Nein, das tun sie nicht. Weil wir sie auf das Worst Case psychologisch, mental und körperlich vorbereiten. Thomas, du warst selber Ausbilder bei der Fremdenlegion, lange Zeit. Du warst Zugführer, du warst im Urwald, du hast das Überlebenstraining mitgemacht. Und du weißt, dass es einen schmalen Grat gibt für uns Ausbilder, jemanden zu demütigen oder jemanden ganz einfach gut und hart auszubilden. Das ist ein ganz schmaler Grat. Donc il nous faut un médecin
Il y a un psychologue, après sa fois qu'on va à la maison, il y a un psychologue qui vient à l'homme. Mm-hmm. C'est trop tard déjà, c'est fait. Les... Mm-hmm. L'équipe s'est fait déjà. Donc ouais. C'est les gars, ils ne sont pas guéris. C'est les gars qui ont besoin d'un un psychologue, c'est qu'il n'est pas guéri. Il ne devait pas aller là-bas. Mm-hmm. Il n'était pas prêt pour aller là-bas. Oui, oui, tout à fait. C'est tout. Tout à fait. Ça qu'on fait. Et là, il y a les vieux requins du feu. Un Lopez et un Narcisse qui ont quitté l'armée. Vous avez bien passé les consignes? Il y a des bons instructeurs actuellement là-bas? Lieber Antonio, ich kenne Narcisse sehr gut. Er ist einer der besten Ausbilder weltweit, was Survival angeht. Ich kenne dich sehr gut, schon vom zweiten Rap. Du stehst dem Narcisse in nichts hinterher. Ja, ich habe hier mit zwei Dinosauriern des Urwaldes zu tun. Ihr habt die Legion verlassen, hinterlasst ihr ein Loch. Gibt es noch gute Ausbilder? Kommt da noch was hinten raus? Sind die Jungs, die jetzt Nachfolger von euch sind, sind die auch so gut wie ihr? Ja, lieber Thomas, die Jungs sind gut. Die sind auf jeden Fall gut. Das einzige Problem, das die Legion hat, ist, dass diese Jungs höchstens 2 Jahre in Französisch-Guyana machen. Und 2 Jahre, das ist nicht genug, um aus einem Mann wirklich einen Survival-Experten zu machen, einen Überlebenskünstler zu machen. Guck dir Narcisse oder mich an, wir waren jahrelang im Urwald. Und die Jungs von heute, die haben das nicht mehr. Die bleiben 2 Jahre hier, dann gehen sie weg und kommen vielleicht 5, 6, 7, 8 Jahre später nochmal. Das ist nicht gut, weil diese Periode unterbrochen wird. Auf Deutsch technisch machen die Jungs das sehr gut. Was aber fehlt, ist eben die Erfahrung. Und die kommt eben nur mit den Jahren.